Mehr als die Hälfte der Deutschen fordert eine Integrationsgrenze, wonach deutschlandweit jährlich maximal 200.000 Asylbewerber aufgenommen werden sollen. Heieiei, darüber müssen wir sprechen. Wir widmen uns heute dem einen Thema, das jeden, der darüber spricht, in Teufelsküche bringt. Und ich werde eine unbequeme Wahrheit aussprechen, die fast jeder kennt, aber kaum einer laut ausspricht. Und das alles jetzt gleich hier bei Gio Unzensiert, wie immer unzensiert und ganz ohne Woke-Filter. Los geht's. Also ihr Lieben, ich muss tief durchatmen. Ich muss gestehen, dass das Thema heute für mich harter Tobak ist. Den Elefanten im Raum ansprechen, unter dem sich eigentlich jeder gerne wuck wegducken möchte. Aber ich wäre nicht Gio, wenn ich diese bittere Pille nicht für euch schlucken würde. Bitteschön. Als junge Mutter, vielleicht sogar als junge, ja, gemixte oder halb schwarze Mutter, die von einer linksgrünen Erziehung geprägt wurde, habe ich euch ja schon oft gesagt, möchte ich heute mit euch mal ehrlich darüber sprechen, wie eigentlich meine Meinung bezüglich unkontrollierter bzw. auch unbegrenzter Migration nach Deutschland sich in den letzten Jahren verändert hat. Und das hat sie vehement. Ich stehe nämlich tatsächlich vor einem, nennen wir es, humanitären Dilemma, und ich glaube, dass ich damit auch nicht alleine bin. Weil viele Menschen, die von sich selbst wahrscheinlich behaupten würden, dass sie gute Menschen sind, die auch Gutes tun wollen und niemandem was Böses wollen, stehen jetzt plötzlich auf der vermeintlich falschen Seite. Weil sie etwas beobachten, was sie beunruhigt, und weil sie das dann auch noch laut aussprechen. Gefährlich in den Zeiten, in denen wir heute leben. Unbequeme Wahrheiten. Wir kennen sie alle. Und eine dieser Wahrheiten, die nicht mehr von der Hand zu weisen ist, es ist, wie es ist, ist: Es kommen zu viele Menschen in zu kurzer Zeit in dieses Land, und dieser Zustrom an Menschen überfordert unsere Ressourcen und unsere Gesellschaft. Ist so. Aber allein für diese Aussage wirst du heute schon in eine so dermaßen rechte Ecke gerückt, dass es praktisch unmöglich ist, jemals wieder rehabilitiert zu werden. Ganz egal, was du für ein Mensch bist, und obwohl es auch nur eine simple Beobachtung ist, beziehungsweise. So simpel ist die Beobachtung anscheinend auch wieder nicht, wenn man sich anhört, wie Annalena Baerbock das Ganze beurteilt. Hören wir zusammen rein. Altbundespräsident Gauck spricht angesichts der Stimmung im Lande, der Besorgnis in vielen Kommunen, Städten und Gemeinden von einem Kontrollverlust bei der Migration. Sehen auch Sie diesen Kontrollverlust? Nein, es ist eine absolut angespannte Situation in den Kommunen, das weiß ich ganz genau, dass etliche Kommunen an der Belastungsgrenze sind. Das heißt, dass unklar ist, wie man überhaupt noch Kita- und Schulplätze bereitstellen soll. Aber kein Kontrollverlust. Für geflüchtete Kinder, auch bei der Unterbringung, gibt es wahnsinnigen Druck. Das ist uns allen in der Bundesregierung sehr klar. Aber deswegen handeln wir auch. Deswegen unterstützen wir die Kommunen bei der Unterbringung. Und deswegen arbeiten die Innenministerin und ich als Außenministerin so hart, dass wir in Europa endlich zu gemeinsamen Regelungen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik kommen. Mhm. Also, um es nochmal in Annalenas Worten kurz zusammenzufassen: Frau Baerbock, gibt es einen Kontrollverlust? Nein, aber es gibt einen Kontrollverlust. Hä? Erst verneinen und dann den kompletten Kontrollverlust nochmal faktisch darlegen? Fakt ist, dass der Staat und unser Sozialsystem mittlerweile unter dem Druck extrem leiden und unsere Gesellschaft komplett überfordert ist. Und was ich fast am schlimmsten finde als Mutter: Unsere Schulen versinken komplett im Chaos. Noch kommt es darauf an, in welchen Vierteln wir unsere Kinder zur Schule schicken. Aber Leute, ich prognostiziere euch, dass die Problemviertel samt Problemschulen zunehmen werden. Und das besorgt mich als Mutter zweier kleiner Kinder natürlich zutiefst. Ich beobachte, dass wir uns also in der öffentlichen Wahrnehmung in endlosen Diskussionen über irgendwelche theoretischen Ideale verlieren, während unsere Schulen aber jetzt gerade enorme Probleme haben, die Integrationsprobleme zu lösen. Wir verkopfen hier ein Problem, das greifbarer nicht sein könnte. Und es ist ja nicht so, als hätte es vorher nicht schon genug Probleme an Schulen gegeben. Bildungsungleichheit wegen sozialer Unterschiede, Digitalisierung bzw. keine Digitalisierung oder nicht funktionierende Digitalisierung, Lehrermangel, Finanzierung. Und wenn man sich dazu heute die Grundschulen in Berlin-Neukölln zum Beispiel anguckt, Leute, dann versteht man, warum Eltern ihre Kids dort nicht hinschicken wollen. Lehrer, die verzweifelt versuchen, Bildung zu vermitteln, werden beleidigt, angespuckt und überhaupt nicht mehr respektiert. Wenn du dann eine Frau bist oder eine, beziehungsweise also Lehrerin, dann ist es ganz besonders schlimm. Gleich sprechen wir über kleine Paschas. Ah, nicht mich canceln, bitte. Und darüber, warum gerade das P
permanente nervige Rassismus-Framing, was da immer passiert bei dem Thema, am Ende die extreme Rechte stärkt. Aber zuerst kommen wir zu unserer Umfrage. Ich habe mich mal bei Eltern umgehört, wie sie das Ganze so wahrnehmen. Und Leute, das war gar nicht so leicht. Aber hey, schaut selbst. Schönen guten Tag. Eine Sekunde für mich. Keine Sekunde. Tachchen. Keine Sekunde Zeit, mit uns zu reden? Okay. Hast du eine Sekunde Zeit für mich? Keine Zeit. Wir versuchen hier mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die mit uns sprechen zum Thema Migration. Ein total aufgeladenes Thema. Dementsprechend ist es sehr schwer, Menschen zu finden, die da auch mit uns reden wollen. Wir versuchen es weiter. Tachchen, die Dame. Haben Sie kurz Zeit für mich? Nein, danke. Keine Zeit. Darf ich dich kurz stören? Gerade nicht. Habt ihr Kinder? Schon groß? Wie alt sind deine? 14, 13 und 10. Aha. Okay, wow. Also Schule. Wie ist es? Was habt ihr da für so einen Migrationsanteil in der Schule? Bei uns im Dorf eher weniger. Ah, von welchem Dorf kommst du? In der Nähe von Krim. Würdest du deine Kinder in eine Klasse oder eine Schule schicken mit einem sehr hohen Migrationsanteil? Das ist hoch für euch. Naja, keine Ahnung. Wenn du so zum Beispiel hier Wedding oder Neukölln oder so bist, da hast du ja teilweise einen Migrationsanteil von, was weiß ich, 90%. Eher nicht. Warum? Ich denke, dass auch gerade so Deutschfächer und so da eher Mangelware sind. Also da kommt man eher zu viel. Und die Lehrer sind auch viel zu wenig für solche Migrationskassen da. Wie kurz Zeit für mich? Sie können auch gerne mit uns quatschen. Darf ich Sie ganz kurz stören? Eine Minute. Na gut. Nicht in Berlin. Okay. Wie ist denn da so der Migrationsanteil in der Klasse? Gering. Würdest du ihn auf eine Schule schicken mit einem sehr hohen Migrationsanteil? Wenn du es dir aussuchen dürftest quasi. Dann würde ich den nehmen, wo weniger sind. Warum? Ja, warum? Ja, warum? Weiß ich nicht. Warum würdest du dich mehr wahrscheinlich für das Schulkonzept entscheiden, wo der Migrationsanteil nicht ganz so hoch ist? Meistens gibt es ja eine sprachliche Barriere. Ne? Dann müssen die Lehrer so viele auf die Schüler eingehen, die der deutschen Sprache dann mächtig sind. Und dann hast du ja keinen Lernerfolg. Hast du das Gefühl, dass es ein Thema ist, wo man sich bedeckt halten muss oder wo man so zögert? Man wird natürlich schief angesprochen oder angeguckt, wenn man sagt, nee, ich will, dass er doch lieber bei Deutschsprachigen auf die Schule geht. Klar wird man doof angekickt. Ja, ist so. Deswegen haben sich die Leute ehrlich gesagt auch ein bisschen geziert. Man hat das schon gemerkt. Es war gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der da mit uns spricht. Und spätestens, wenn wir dann das Thema wirklich dargelegt haben. Oh, sorry, Zahnarzttermin, ich muss los, ich bin so busy. Also, schwieriges Thema, aber das wussten wir schon. Und Leute, ganz im Ernst. Ich sag's euch ehrlich, ich würde meine Tochter nicht in Berlin-Neukölln auf eine Problemschule schicken. Und zwar nicht, weil ich nicht an Integration glaube. Das tue ich nämlich tatsächlich. Sondern weil sie genau an dieser Stelle gerade scheitert. Und das ist offensichtlich. Und weil zu viel zu schnell gewollt wird. Und da ist es mir dann auch total egal, wer da wo in welcher Talkshow darüber redet, welche Rückführungsabkommen irgendwann noch beschlossen werden sollen und wie die Verteilungsschlüssel sein müssten und bla 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 bla. Die Realität an deutschen Schulen spricht jetzt eine deutliche Sprache. Wir wissen einfach, es gibt gute Schulen und es gibt schlechte Schulen. Und unbequeme Wahrheit, wir alle wissen, an welcher dieser Schulen der Migrationsanteil höher ist. Das ist so. Das muss man doch einfach faktisch so sagen dürfen. Und die Kluft wird da tatsächlich auch immer größer. Aber darüber dürfen wir natürlich auch nicht sprechen, ohne Angst vor der Nazikeule, die über uns schwebt. Siehe, Friedrich Merz, ihr erinnert euch wahrscheinlich alle noch dran. Wir schauen mal zusammen rein, wie er daran gearbeitet hat, quasi gecancelt zu werden. Wir sprechen hier über eine völlig andere Gruppe. Wir sprechen hier über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben, die wir hier seit längerer Zeit dulden, die wir nicht zurückschieben, die wir nicht abschieben. Ist so. Und bei denen wir uns dann darüber wundern, dass es hier solche Exzesse gibt. Und das fängt ja nicht mit Berlin und Neukölln an. Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen, was die jeden Tag erleben, auch an verbaler Gewalt. Da nickt der Lanz so, ne? Aber das ist so krass, was er da sagt, ist ja wirklich, geh doch mal hin. Und fragt die, was sie erleben. Und dann lasst ihr doch mal berichten. Und dann setzt euch da in die Talkshows rein und redet miteinander darüber, was wir machen müssen. Und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen. Und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten. Insbesondere, wenn es sich um Lehrerinnen handelt. Dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen. Oh. Das sind Wahrheiten, die er da ausspricht. Und was passiert? Die Leute hängen sich an einem Wort auf, weil er sich im Ton vergriffen hat und machen einen mega Stellvertreterkonflikt auf. Und was tun sie nicht? Ganz genau, über das Problem sprechen. Er hat nämlich kleine Paschas gesagt.
Nazi. Und das Ironischste an dieser Nazi-Keule ist doch, und da wird's wieder ernst, dass die, die diese Keule schwingen und auf alles eindreschen, was nicht links genug ist, gerade den Nährboden für echten Rassismus und Spaltung bereiten. Beispiel Flüchtlingspolitik. Die Menschen, die hierher kommen, denen versprochen wird, dass es ihnen hier besser und sogar gut gehen wird, die sich bei Schleusern dafür verschulden, um hierher zu kommen, haben teils heftige Kriegsbiografien, weil sie ja aus Kriegsgebieten kommen oder aus dysfunktionalen Ländern. Ländern, bei denen man sich übrigens, und das muss man an der Stelle schon mal sagen, schon auch mal fragen muss, warum viele davon gleichzeitig reich an Bodenschätzen und trotzdem so arm sind. An die Fluchtursachen gehen und so, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls kommen fast ausschließlich junge Männer aus Syrien, Somalia, Afghanistan oder Südsudan, Eritrea, die teils hochgradig traumatisiert sind und dann in irgendwelchen provisorischen Containerdörfern landen, zusammengepfercht wie Tiere in Gemeinden, die keine Ahnung haben, wie sie das alles noch bewältigen und dem gerecht werden sollen. Zukunft ungewiss, kaum Perspektiven. Ist doch klar, dass das in die Hose geht und zu Frust und Kriminalität und sehr fragwürdigem Verhalten führt. Sind wir da wirklich noch überrascht? Und das führt dann nämlich dazu, dass sich Stereotype und Vorurteile bilden und gerade diejenigen auch darunter leiden, die nach Deutschland gekommen sind und sich hier etwas erarbeitet haben. Wie er hier zum Beispiel. Nicht funktioniert. Du kommst in dieses Land, flüchtest vor Verfolgung, lässt Wut und Zorn in der deutschen Öffentlichkeit aus, trittst Recht und Ordnung mit Füßen. Durch euch wird dann der Generalverdacht geschürt. Menschen wie ich es denn, die in diesem Land etwas aufgebaut haben, werden dann ebenfalls über einen Kamm geschert. Ist ja kein Thema. Wenn du diese Umstände vermisst wie in deiner Heimat, dann pack bitte deine Sachen und geh zurück. Solche Leute wie euch braucht keiner hier. Und das ist halt nochmal die andere Realität, ne? Dass denn diese Stereotype dazu führen, dass du dann natürlich auch anders beäugt wird, wenn du erstmal augenscheinlich in diese Gruppe gehörst. Ja, genauso. Und das führt dann auch dazu, dass heute 56%, mehr als die Hälfte aller Deutschen, eine Integrationsgrenze fordern und die Zahl der Asylbewerber auf jährlich maximal 200.000 Asylbewerber begrenzen wollen. Ist was, worüber man echt mal nachdenken sollte und reden sollte. Leute, wir wollen doch eigentlich alle gute Menschen sein, glaubt mir. Aber gut sein hat seine Grenzen und wir müssen endlich anfangen, gnadenlos ehrliche Diskussionen zu führen. Darüber, ob wir die Kapazitäten haben, so viele Menschen aufzunehmen und ihnen dann auch wirklich helfen zu können. Oder ob es nicht tatsächlich an der Zeit ist, ganz genau hinzusehen, wen und wie viele Menschen wir hier als Gesellschaft noch mittragen können. Andernfalls fahren wir unser Land frontal gegen die Wand und am Ende ist niemandem geholfen. Weder den Menschen, die schon in unserem Land leben, noch denen, die wirklich herkommen, um sich, ja, um zu arbeiten und sich angemessen zu integrieren. Und diese Menschen sind doch mehr als willkommen. Da sind wir uns einig, oder? Meine Lieben, das war's für heute. Das war's mit meiner wöchentlichen Portion Opposition. Ich freue mich auf die nächste Folge. Gio Unzensiert, wie immer nächsten Donnerstag. Wenn euch diese Folge gefallen hat, liked, teilt, kommentiert und so weiter. Und bis dahin, tschö mit Ö.